Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Hier sind sehr, sehr heftige News am Start, die für viele von euch eventuell sehr wichtig sein könnten. Und wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, denn Triller, also die Veranstaltung von Jake Paul vs. Ben Askren, hat den illegalen Streamern des Pay-Per-Views die Möglichkeit gegeben, die Platte sauber zu wischen, indem sie den ursprünglichen Preis von 49,99 für das Event ausspucken. Am 17. April fand der Kampf statt und es war Berichten zufolge ein großer Erfolg mit zwischen 1,2 und 1,6 Millionen Pay-Per-Views, die verkauft wurden, aber die Zahl könnte auch deutlich höher sein, wenn viele dieses Event gekauft hätten. Letzte Woche wurde bekannt, dass das Unternehmen eine 100 Millionen Dollar Klage gegen illegale Streamer des Events einreichen wird. Die Sprache in der ursprünglichen Erklärung betonte die Person, die das Event verbreitet haben, aber es ist nun klar, dass jeder, der das Event illegal gestreamt hat, in der Klage ins Visier genommen wird und für bis zu 150.000 Dollar an Geldstrafen haftbar sein kann. So eine aktualisierte Erklärung, die am Montag veröffentlicht wurde. Es gibt eine Möglichkeit für diese Parteien aus der Klage herausgenommen zu werden, indem sie die 50 Dollar bis zum 1. Juni 2021 vollständig bezahlen. Wenn sie ihr Gewissen beruhigen und gleichzeitig den potenziellen Zorn von Triller vermeiden möchten, könnt ihr eure Zahlung über das Portal von Fight.tv, damit das Ding sozusagen reingewaschen ist. Und ihr könnt mich ja mal eure Meinung dazu wissen lassen. Was sagt ihr dazu letztendlich, dass wenn ihr das getan habt, sozusagen das jetzt noch bis zum 1. Juni reinwaschen könnt, oder glaubt ihr, dass 150.000 Euro eventuell an illegale Streamer durchgehen, oder vertraut ihr dem Portal, oder ist das nur ein Trick von der Webseite, um das herauszufinden? Würde mich allgemein sehr in den Kommentaren interessieren. Und ebenfalls in einem Folgestatement hatte der Head of Privacy auch folgende warnenden Worte für die Streamer von diesem Event. Alle VPN-Firewalls müssen sich fügen und die tatsächlichen IP-Adressen jeder Person, die den Kampf gestohlen hat, bei der Entdeckung herausgeben. Wir werden in der Lage sein, jede einzelne Person zu identifizieren, VPN oder nicht, da jeder Stream einen einzigartigen Fingerabdruck hat, der den Inhalt eingebettet hat. Triller wird die volle Strafe von 150.000 Dollar pro Person und Instanz für jeden einfordern, der nicht das Richtige tut und vor Ablauf der Frist zahlt. Laut Sinclair ist die Aktion sowohl rechtlich als auch moralisch gerechtfertigt, aber er hofft, dass sich möglichst viele der Übeltäter über die harten Strafen ersparen, indem sie die 49,99 Dollar bezahlen. Wir nehmen diesen Standpunkt ein, weil es sich um einen regelrechten Diebstahl handelt. Es ist nicht anders, als wenn man in einen Laden geht und ein Videospiel aus einem Regal klaut. Im Fall der beleidigenden Seiten ist es noch schlimmer, denn sie haben es auch noch dann an Leute weiterverkauft und so illegal von einem Werk profitiert, das ihnen nicht gehört. Wir ermutigen jeden, der das Event gestreamt hat, die Seite vor dem 1. Juni zu besuchen, die 49,99 Dollar zu bezahlen und eine vollständige Freigabe von Triller zu erhalten, um weitere Maßnahmen zu vermeiden. Ansonsten würde mich eure Meinung dazu sehr in den Kommentaren interessieren. Was sagt ihr dazu? Würde mich sehr in den Kommentaren interessieren. Ansonsten, Leute, bin ich raus. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer NoTime MMA.